Und da sind wir wieder, Leute. Wir waren in der letzten Folge im Nether. Ich habe die Sachen mal ausgeleert. Kurzerhand. Hier haben wir noch Rottenfleisch. Braucht kein Mensch. Wobei wir können Leder draus machen. Was haben wir hier? Noch den Multi-Page-Chest habe ich da noch drin gehabt. Wir haben sogar noch Pfeile. Braucht auch kein Mensch. Also wir haben hier schon sehr viel. Aber wir werden jetzt mal wieder mit Geräte weitermachen. Denn hier müssen wir mal alles ein wenig auffüllen. Beziehungsweise mal gucken, dass wir hier an Erde auch wieder kommen, schön langsam, ne? Wir haben fast kein Eisen mehr, drei Stück nur noch. Mal gucken, was wir hier drin haben. Ja, 182, okay, es geht. Wir werden mal schauen, wir brauchen ein paar Sachen erstmal. Zwar brauchen wir jetzt folgendermaßen. Haben wir hier eigentlich schon einen Kompressor? Ich glaube, das ist einer, ja. Kompressor, so, hier mal Wasserflaschen. Wir müssen bei ME, müssen wir hier mal ein Crafting Terminal bauen. Das müsste ja das sein, ja. Dafür braucht man ein ME irgendwas. Nee. Ich hab da irgendwie verklickt auch noch hier. Crafting Terminal, das. Das müssten wir haben. Nee, irgendwas fehlt uns hier links und rechts. Was soll denn das gewesen sein? Flux das. Mal ein bisschen was machen, so 20, na, machen wir ein bisschen mehr, nicht zu geizig hier. Haben wir es ja. Noch haben wir es, ja? Sagen wir mal so. Bauen hier mindestens zwei Stück, ja. Genauso wollte ich sagen, mindestens zwei Stück brauchen wir. Hier fehlt uns Kabel, das hier. Da machen wir mal nicht so viel, weil ich hier nicht weiß, ob wir da noch weiteres brauchen werden. Access Terminal, Crafting Terminal. Storage. Da fehlt uns ein goldener Chipsatz. Dass wir die nicht mehr haben, das wundert mich jetzt. Da haben wir jetzt kein Gummi. Das heißt, das hier 16, so 8 Stück in den Ofen. Sollte nun mal Gummi rauskommen, oder? Wenn es mich nicht täuscht. Gummi, komme, komme, komme. Ja. Also Silikon, nicht Gummi. Haben wir vertan. Gummi war ja bei Tweetbed. Sowas. Silikon. Es kommt ja unten hin. Zwei Stück. Dann können wir das gleich wieder mal durchschmelzen hier. So. Zuerst mal das Schmelzen. Das ist wichtiger, damit wir hier gleich mal craften können. Und die Sachen mal zusammen haben hier. So. Du rein, du rein. Du rein, das rein. Brauchen hier mal so einen. Zuerst noch so einen. Und jetzt den da. Den da wollte ich haben. Zack. Also, Crafting Terminal und in der Mitte kommt ein normaler Access Terminal. So. Das heißt, hier können wir craften, hier können wir craften und hier haben wir eine schöne Übersicht, falls wir nur was suchen. So ist das geplant gewesen. Dann kommen hier unten Maschinen hin. Da muss ich auch noch überlegen, welche wir hier am meisten brauchen würden. Auf alle Fälle, wenn wir hier mal einen Ofen brauchen, und zwar Induktionsschmelzer, Induction Furnace. Induction, nicht Induktum. So. Da brauchen wir auf alle Fälle mal Electric Furnace. Haben wir da irgendwas? Für außer Redstone haben wir nichts. Mal hier irgendwas. Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen nochmal Eisenplatten. 8 Stück. Danach brauchen wir einen normalen Ofen noch. Aber kein Cobblestone. Kein Cobblestone hier, was ist denn hier los, ey? Es geht ja mal gar nicht so. Dann haben wir so einen Ofen. Dann. Electric Circuit brauchen wir noch hier. Schaltkreis. Haben wir wieder keine Kupferkabeln? Haben wir da was? Ja, da haben wir was. Da machen wir gleich 5. Nee, das ist zu wenig. Das heißt, wir brauchen hiervon noch was. Und das dann versehen mit Gummi, 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 Gummi. Nicht Dreh, sondern Rubber. So. Zack, schließen.
Hier, so. Nee, dann Schaltkreis wollte ich haben. So. 2, 4, so. Kack, wenn ich drum da, dann haben wir es wenigstens. So, dann haben wir Electric Furnace und dann brauchen wir den Kack hier. Haben wir da überhaupt was? Nee. Da brauchen wir wieder Iron Platten. Also das mit den Platten, das ist schon eine Baustelle. Also, puh. Ganz ehrlich, das ist zum Kacken. Das muss man wohlgemerkt sagen. Das ist echt, ja, lästig, lästig, lästig. Aber da müssen wir durch. So. Advanced Alloy. Ja, haben wir schon wieder gedacht, dass wir da gar nichts haben. Gibt es da andere Rezepte auch dafür noch? Nee, nicht wirklich. Ein Stück, wir haben nicht mal mehr Force. Das heißt, wir brauchen Gold. Und was waren da noch? Force. Ingot. So. Na, komm. 2, 3, 4, 12. So. Wir müssen auch immer ein bisschen darauf achten, dass wir unbedingt 5, 6 Stück immer ein bisschen überlassen. Und nicht immer alles verwenden. So, jetzt haben wir 4, 8 Stück. Ja. Advanced Alloy werden wir sowieso immer wieder brauchen. So, du kannst auch rein. Dann brauchen wir zweimal das hier. Mal warten. Und fehlt uns noch was? Nein, uns fehlt nur der hier. Carbonplatten haben wir. Okay, dann haben wir es eh gleich. Einmal, noch einmal. Da haben wir schon mal den erweiterten Ofen. Jetzt mal nur noch gucken. Hier hinten haben wir irgendwo Strom darunter. Dass wir den auch anschließen können. Da brauchen wir dann ein LV, glaube ich. Weil wir ja... Na, wobei, der braucht eigentlich kein LV. Zack. Und zack. Genau. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir den hin? Hier würde ich trotzdem gerne noch einen Pulverisierer stehen haben. Also einen Pulverisierer würde ich gerne hier haben. Dann daneben, da würde ich den Induction-Schmelzer hier haben. Zack, zack. Jetzt gucken wir mal, wo wir da rauskommen, ne? Oh, da unten war jetzt schon ein Creeper auf uns. Das war natürlich nicht so gut, wenn wir nichts ausgeleuchtet haben. Haben wir jetzt noch Kupferkabel, 5 Stück. Natürlich jetzt ja auf den hohen Zahlen. LV, Transformator, wo bist du? Wir brauchen dich, wir suchen dich. Das ist klar, so. Ach, okay, komm, scheiß drauf, mach mal ein ganzes Deck hier. Einmal das, einmal das. Dann brauchen wir noch einen Schalter. Weil dieser ganze Freundchen, da muss ja auch gebaut werden. Und da beginnt jetzt das Problem. Wie bauen wir den? Von der Rückseite geht nicht, weil das billig raus, von außer seitlich raus geht auch nicht. Ha, gute Frage. Von oben, von der Seite. Wenn ich da hier baue, müsste eigentlich auch gehen. Das wäre noch gut, wenn das klappen würde. Gucken wir mal nach unten wegen Strom mal. So. Wir müssten ja hier irgendwo sein dann. Ich glaube hier, ja. Zack, genau hier sind wir schon. Da unten müsste irgendwo der Creeper hocken, ne? Kommt man da irgendwie dazu? Ne, nicht wirklich. So. Hier müssen wir mal gucken. Da müssen wir eigentlich so rüber. Da kommen wir dann die anderen Geräte hin. Zack, zack. Der Creeper da unten stört mich etwas. Zack. Genau, hier kommen dann die anderen zwei Geräte hin. Das heißt, wir müssen mit dem Strom. Eigentlich theoretisch müsste das so klappen, wenn ich den hier da oben platziere. So. Und hier links, rechts
Kabel hier wegmachen und hier unten dann wegfahren. So, hier, hier und hier unten kommt am Stromanschluss angeschlossen. Wenn ich natürlich genügend Kabel hätte, habe ich aber nicht. Es fehlt genau ein Stück. Ach du Kacke, immer diese Anzahl. So. Blöd, blöd, blöd. Genau ein Kabel. Ein tiers läpperliches Kabel. Können wir hier klauen eigentlich, ne? Aber wenn sie sowieso brauchen. Kupfer. So. Dann Rubber und dann machen wir uns mal da welche. 10 Stück. Kommen wir eigentlich hier auch irgendwo runter? Nee. Müssen wir rundherum laufen. Zack. Und hier. Zack. Da müsste das laufen. Die müsste hier ein bisschen leer werden. Ja. Das passt soweit. Wir machen noch immer Plus. Das passt auch. Hier kommt auch noch genügend an. Brauchen wir nur 5 EU. Das läuft. So war das geplant. So funktioniert das auch hoffentlich. So, der hat 0 Hitze. Sprich, das funktioniert so nicht wie geplant hier mit dem Schalter. Oh, wie macht man das am besten? Wie macht man das? Ganz ehrlich, wie macht man das am besten? Da muss ich wohl oder übel hier hinten die Schalter dran pappen. War so wirklich nicht gedacht, aber was anders nicht geht. Ja, der arbeitet gut. Kann man nichts machen, wenn es nicht anders geht, muss man so machen. Ist mehr so doof, aber ja. Weil da auf der Rückseite wollte ich ja eigentlich einen Output machen. Sehe die Items rauszieht. Auf der Seite kann ich nicht, weil da habe ich noch was anderes vor. Na gut. Was habe ich da jetzt in der Hand? Achso, die. Wir werden jetzt Folgendes machen, zwar diese transdimensionalen Chests. Das wird jetzt wieder ein Akt werden, das kann ich euch schon sagen. So, was wir hier brauchen, werden jetzt mal auf alle Fälle jede Menge Holz. Das ist mal Fakt. Die brauchen wirklich extrem viel Holz. Und von den Kisten werde ich so 2 Stück brauchen. So, zack. 64. 64. 64, genau. Dann brauchen wir die da noch. 64, 64. Ich mache jetzt extra mal extrem viele, denn die werden wir wirklich 1000 Mal brauchen. 64, 16. Ihr seht, so viel kriegt man da gar nicht raus, wie man denkt, ne? So. Einmal und dann brauchen wir noch eine Tiny Chest. Sowas. Zack, haben wir auch eine. Dann noch so eine. Und jetzt glaube ich, meines Erachtens nach, mit T müssten wir die finden, die Tiny Chest. Da sind sie, wenn wir die jetzt reinpacken, haben wir hier Slot 1 und geben ergibt Slot 2. 3. 4. 5. Das heißt, wenn 10. Kurz rechnen. Nee, wir brauchen noch mehr. Das heißt, wir brauchen noch Zahnräder auf alle Fälle. Jetzt müssen wir mal gucken, was fehlt es von den Zahnrädern eigentlich jetzt genau. Wir haben davon 322. Davon. Das heißt, es fehlen uns aus die Teile. Das heißt, uns fehlen diese Teile hier. 1, 2, 3, 4 ergibt wieder ein Stack von denen hier. Zack, genau. Dann einmal rundherum. Sind 5, 6, 7, 8. Jetzt hoffentlich geht sich 9 aus. 2 mal 9, spitze, dann haben wir das erledigt.
So, dann brauchen wir hier viermal Endertruhe. Oh, Blaze Powder. Genau das habe ich vergessen im Nether, ne? Ah, jetzt weiß ich, warum ich eigentlich in den Nether gehen wollte, letzte Folge. 4, 8 Stück brauchen wir davon dann. Steine haben wir auch nichts. Cobblestone haben wir auch nichts. Dann müssen wir mal Cobblestone holen gehen. Da haben wir ja genügend hier dran. Kies wollte ich nicht. Sonst haben wir auch noch draußen und unten in unserem Minenschacht haben wir auch noch jede Menge. Zack. Deswegen auch hier diesen Induction Furnace, dann kann man schnell, wenn man was braucht, durchschmelzen. Feuerwehrmann, hier sind wir zu Hause. Davon haben wir gesagt, 8 Stück. 3. Ah, oh, schon wieder keine wunden Zahnräder. Das ist ja echt zu kotzen hier. Also wie gesagt, das ist echt ätzend, muss ich ehrlich sagen. Sorry, aber das ist mehr als wie ätzend sowas. Man braucht da so viel Holz und dauernd verschiedene Crafting-Rezepte, das ist nichts für mich, sowas. So, wir haben die Steinernen hier. 2, jetzt sind der Stein ausgegangen. Ist ja mal spitze hier. Geht uns hier alles aus hier. So, du ein. 8 Stück, endlich. Nein, ich wollte nicht Gold, ich wollte die Zahnräder hier, Eisen. So, dasselbe nochmal mit Gold, glaube ich, gell? Gleich direkt Gold müsste ja gehen. Genau, 8 Stück. Zack. Ne, 9 habe ich jetzt gemacht. Ach, mir nur, auch egal. Enderpearl und so haben wir. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch oben unten die Ender Chests. Ja, Obsidian fehlt das auch noch ein wenig. Das können wir aber herstellen aus Lava. Ja, die Eislatte kriegen wir so zusammen. Gut, das heißt, wir brauchen noch Obsidian. Wir brauchen noch Blazes. Gucken wir mal, was sagt die Zeit? Geht sich das in der Folge noch aus? 12 Minuten. Das heißt, wir könnten theoretisch noch schnell in den Nether gehen. Und Blaze farmen. Brauchen ja nicht so viel. Für die Ender Chest. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir schnellstmöglich an Obsidian kommen. Ah, siehst du, da können wir gleich ein paar Zellen mitnehmen. Dann können wir Lava holen und Obsidian machen. Empty. Irgendwie Empty Zelle oder so heißen die ja, ne? Sollten sie heißen. Jetzt gucken wir mal, wie die hergestellt werden. Metallform. Ja, ich bin begeistert. Also doch nicht. Wir haben ja 16 Lava-Eimer. Da sollten sich ja auch einige ausgehen. Das wird schon klappen mit 16 Stück. Ja, 9, 18, 2 haben wir ja. Es geht ja aus. Ey, erschrecke mich nicht. Was wir jetzt auf alle Fälle brauchen, ist ein Blaze-Spawner. Die müssen mal gucken, wo die sind. Hier sollte ja irgendwo auch eine Burg sein. Warum lädt er jetzt nicht schneller? Weil er bei 30 FPS nicht schnell laden kann, ist auch klar. Irgendwo habe ich da eine Burg gesehen. In der Nähe. Glaube ich. Ist das Portal? Das Jetpack ist natürlich auch nicht gerade das Wahre hier. Ist nicht mehr so viel drin, da müssen wir uns wirklich Acht geben, dass wir hier nicht zu viel verbrauchen. Und die Burg sollte eigentlich auch hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, wo ich die gesehen habe, aber ich habe eine gesehen. Okay. Anscheinend war ich blind. Ja, da mein Geist, der kommt jetzt ungelegen.
Aber wo ist die Burg hin? Ich hatte ja eine gesehen hier. Bin ich echt doof? Die war ja nicht weit weg hier, oder war das noch der alte? Weil ich habe ihn nicht einmal resettet. Wegen Mods ab. Ah, da hinten, da ist der Steher, da wird es sein. Hoffe ich mal. Chatback, da muss man jetzt unbedingt aufpassen. Das geht irgendwie schnell zu Ende, das Chatback hier. Das schnell leer, ne? Was ist das für ein Block? Darkstone, was kann man damit machen? Dark Ingot. Und Darkstone, Dark Ingot kann man verwenden für nix. Aha, ich bin begeistert. Schon mal ein guter Anfang, ne? Haben wir uns ein bisschen Wasser in die Birne, damit wir Flüssigkeit haben in uns. Und dann heißt es, auf Blazeboner zu finden. Enderman oder was ist das? Also nee. Ja, gute Frage, wo die jetzt sein könnten. Ne? Hier schaut es ja mit der Burg eigentlich mager aus. Was mir jetzt Sorgen macht, ist aus dem hier Jetpack, weil ich muss ja dann auch wieder nach Hause. Hier ist irgendwas Gelbes eingezeichnet auf der Map da drüben. Die Frage ist, was ist das? Sind das Spawner oder ist das was anderes? Ne, hier geht's nicht weiter. Ich dachte, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht hier irgendwo? Hier mal Lava. Es fängt schon gut an. Lava ist immer ein gutes Zeichen. Ne, da geht's ja nach unten. Ob hier unten irgendwas ist? Ich glaube ja nicht, oder? Spawner sind meistens oben irgendwo im freien Himmel. Alle Fälle ist hier mal eine Kiste. Gold. Ja, das nehmen wir mit. Wenn wir wirklich aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Widerskelett um die Ecke kommt, das totschlägt. Diamantzeug. Ui. Hier ist die große Welt von Lava. Also da sind wir eindeutig falsch hier. Wohin geht's da? Sackgasse. Auch doof. Sonst muss halt ich im schlimmsten Fall suchen gehen. Und hoffen, dass ich irgendwo was finde. Da oben sind wir. Was natürlich jetzt sau doof ist, weil der greift mich hundertprozentig an, bevor ich ihn angreifen kann. Und sowas ist natürlich immer doof, wenn der uns zuerst angreifen kann. Komm rein hier. Gib mir Blazewood. Kein einziges. Aber da muss er irgendwo hinkommen, ne? Irgendwo muss er herkommen. Hier hinten ist auch noch einer. Das heißt, hier muss auch irgendwo ein Spawner sein. Da oben ist er, okay. Ich kann ja mal testen, ob ich hier mich irgendwo in was verwandeln kann, was keinen Feuerschaden nimmt. Zum Beispiel ein Geist. Dürfte ja eigentlich kein Feuerschaden nehmen, oder? Okay, ich bin hier zu eindeutig zu fett, damit ich hier reinkomme, ne? Oder wo stecke ich hier? So. Hier. Und dann hier halt so nehme ich Wasserhauen, das ist dämlich. Hey, kommt hier mal ein bisschen raus, bitte. Der einfach schlagen kann da. Hier geblieben, du Miststück. Irgendwie droppen die nix. Ja, doch, zwei Stück. Zwei Stück habe ich schon. Ich glaube, ich werde hier mal einen Wegpunkt machen. Waypoint Spawn. Naja. Dann. Immerhin habe ich schon zwei Stück. Das reicht mir eigentlich vorerst mal. Kann man wieder, dass wir zum Portal zurückkommen. Aber da gucke ich mal zuerst, wenn ich
Flugzeug ablege, ob ich dann auffliegen kann. Nee. Also nicht. Ist doof. Ich dachte, das geht mit den Kackteil da. Was haben wir denn sonst damit, dass wir an eventuell fliegen kann? Blaze Hood. Ja, mit denen kann man fliegen. Oder auch nicht. Okay, da sieht man ja nichts. Magma-Dings? Nein. Spinne. Firebird. Vielleicht kann der fliegen. Ja, aber der Geist müsste doch fliegen können, oder? Nochmal testen. Gast. So. Zack. Ah doch, jetzt kann er fliegen. Ah, jetzt ging's. Gut, dann fliegen wir hier mal ein bisschen in der Gegend rum. Sind mal so dick und fett. Darunter und dann eigentlich nur hier so. Flaps. Dann hätten wir das auch geschafft. Jetzt müssen wir nur schauen. Jetzt kommen wir ja wieder in der Höhle raus. Ist auch doof, aber egal. Ich weiß nicht, warum ich immer hier in der Höhle rauskomme. Jetzt hoffen wir, dass sich das ausgeht, dass ich hier raufkomme. Mami. Bevor das Chatback versagt. Dass ich hier auf den Berg raufkomme. Es blinkt schon ziemlich rot. Nein. Also hier oben bin ich schon mal. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Jetzt ist nur noch wegen Fallschaden kann er mich ein wenig aufhalten. Oder ein Block hoch kann ich glaube noch fliegen. Ui. Geht's ziemlich schnell runter. Das nehmen wir mit, nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Kein Platz oder was? Doch. Es liegt gleich immer hier irgendwo rum. Dann muss ich nochmal kurz schnell schauen. Hier oben, da habe ich ja... Die Schafe habe ich schon vermehrt hier ein wenig. Aber hier haben wir sozusagen Enderlilien. Und die weiß jetzt nicht, wo man die genau aberntet. Ich glaube mit einem Rechtsklick. Linksklick mag ich nicht unbedingt machen. Riskieren wir es trotzdem. Ja, Linksklick, okay. Dann bekommt man eine Enderperle und zwei Enderlilien-Dinger. Die sind noch nicht fertig. So bekommen wir auch schön zwischendurch mal Enderperlen. Dauert natürlich auch ewig, bis die wachsen. Also keine Sorge, das kann man nicht als Cheaten nennen. Die waren in einer Truhe versteckt. Oder in mehreren Truhen. Wo ich so auf Erkundung war in Neta. Da waren die drin. Da habe ich die rausgeklaut. So, dann mal Pferdeschutz, haben wir jede Menge zu Enderperlen. Netersteinglas, so. Und die Blaze. Boats, da tun wir eine mal durch. Forstgrinder durch. Kriegen wir 6 Bau daraus. Und wir brauchen Obsidian, ne? Das bekommen wir. Entweder wir setzen Obsidian an. Nee, das ist doof. Mit einem ist auch doof. So, eventuell Hammer. Nix. So, Wassereimer und Lava und dann Diamantenspitzhacke. Ah, muss ich sie halt. Nö, das geht auch nicht. Vielleicht umgedreht? Nö, das war doch irgendwie, oder? Wasser, Lava, Diamantenspitzhacke. Wasser, Lava, Diamantenspitzhacke. Okay, doch nicht. Wie kommen wir noch an Obsidian? Ja, wir könnten es schmelzen. Nee, will ich aber auch nicht. Ah, wie kommen wir jetzt an Obsidian?
schätze mal in dieser Folge gar nicht mehr. Na gut, ich werde dann offline schauen, was ich Obsidian bekomme. Ich werde mir eindeutig Cans machen müssen. Wie ich die mache, da brauche ich eine Metallformer. Ich werde die Metallformer craften, der wird ja nicht so schwer sein. Metallformer. Electric Circuits und eine Toolbox aus Bronze, Casing, ja, das finde ich jetzt nicht so schwer, ein bisschen kupferlastig, aber sonst in Ordnung. Den werde ich herstellen und dann werde ich das machen und dann werden wir in der nächsten Folge, kann ich ja kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Dann werde ich auch noch diese Chest fertig bauen, damit wir die auch haben, damit wir in der nächsten Folge dann alles schön durchstarten können. Und vielleicht brauche ich auch hier unten schon noch die Maschinen, die uns fehlen. Crafte ich die vor. Mal gucken, was mir so einfällt. Also bis dahin, viel Spaß und ciao Leute.